kannst das nimmer auf das Leckerlein versuchen. Da drüben, Gottes Willen, da musst du gute Balance halten. Das ist schwierig. Sind ein paar schöne Gestalten, hä? Trolle sind das. Trolle. Aus der nordischen Mythologie. Gottes Willen, der blanke Aberglaube. Nur darüber kann ich dir einiges erzählen. Na, da mach ich mal. Aber im Ausland tun sie sich schon lustig machen über unsere deutsche Bratwurstimpfung. Naja, die Kampagne, das ist notwendig. Ja. Wenn's wird an Kasten Bier dazu gehen, da wär ich vielleicht unterwegs. Ach, hör doch auf, du Sturkopf. Wir müssen da endlich mal die Pandemie beenden. Darum geht's doch. Pandemie beenden? Da brauchen sie bloß mit der Testerei aufhören. Rotzpotz wäre die Pandemie vorbei. Ach, hör doch auf mit der Testerei. Das ist doch alles wissenschaftlich erwiesen. Hokus pokus ist es. Und dann tun sie auch noch sämtliche Demonstrationen verbieten und mit der Polizei niederknüppeln lassen. Und die Ungeimpften waren diskriminiert. Alles auf gesetzlicher Grundlage. Freilich, auf gesetzlicher, wissenschaftlicher Grundlage, wie im Mittelalter. Wie im Mittelalter? Wie kommst du denn da drauf? Na guck, da hinten, da hab ich was gesehen. Außerdem wollte ich dir auch mal was über die Hexen weisen. Über die Hexen? Wie ich auf die Hexen komme? Du siehst da mal hier diesen wunderschönen Hexenast an. Na freilich, wie aus dem Märchenbuch. Und was willst du mir nun damit sagen? Hokus pokus auf wissenschaftlicher Grundlage. Ne, das verstehe ich ne. Ganz einfach. Früher im Mittelalter, das weißt du doch noch. Kann mich gerade so dran erinnern. Da haben sie da die Hexen verfolgt. Und sogar auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Ach ja, das waren Zeiten schrecklich. Und alles auf streng wissenschaftlicher Grundlage. Auf wissenschaftlicher Grundlage? Na freilich, kannst du nachlesen. Das war die wissenschaftliche Meinung, dass es die Hexen gibt, dass die an allem schuld waren und dass die ordnungsgemäß verbrannt werden mussten. Aber das war ja völlig das... Nenne das war schon... Religionswissenschaftler hatten das genau ausgearbeitet. Selbst unser Freund Martin Luther war ein großer Freund der Hexenverfolgung. Ach du grüne Neune. Und das war alles auf streng gesetzlicher Grundlage. Da konnte nicht jeder irgendeine Hexe herzubringen. Die sollen ja sogar gefoltert worden sein. Ja, und auch das war nicht so einfach möglich. Auch auf streng wissenschaftlicher Grundlage und da gab's genaue Gesetze. Da konnte nicht irgendein Heinz daherkommen und vor sich hinfoltern irgendjemand. Das waren Fachleute, die das machen mussten. Die waren ausgebildet, jawohl. Rechtsche Fachleute? Rechtsche Fachleute und Experten. Und da gab's genaue Vorschriften, wie gefoltert wurde. Da mussten zuerst die Werkzeuge gezeigt werden, dann kommen die Daumenschrauben dran und zu allerletzt erst die Streckbank. Da konnte man nicht einfach irgendwas durcheinander machen und rumpfuschen. Das war genau festgelegt, wissenschaftlich, gesetzlich und am Ende wurde die Hexe verbrannt. Die armen Frauen? Naja, wegen der Gleichberechtigung wurde ab und zu Oma ein Ketzer oder ein Hexer verbrannt. So waren sie auch nicht drauf. Aber wenn heute behauptet wird, das war finsteres Mittelalter, dann stimmt das nicht. Das waren Experten, das war Wissenschaft, das war die damalige Meinung. Und in 10 Jahren, 20 Jahren werden sie über die heutige Corona-Hokus-Pokus-Hexerei, über die Verfolgung und Diskriminierung der Nicht-Geimpften vielleicht genauso lachen, wie wir heute über das Mittelalter lachen. Das kann gleich sein. Und das wurde danach und auch alles haarklein protokolliert. Protokolliert? Im finsteren Mittelalter? Ja, Bürokratie hatten die genauso. Da gab's schon 1-2 Protokollanten bei jedem Hexenprozess. Man kann die Dinger auch noch genau nachlesen. Und da kannst du jetzt noch rauskriegen, ob sie damals irgendwas falsch gemacht haben. Das kann man? Freilich, in den Archiven.
Wenn's erhalten wurde und nicht abgebrannt ist, ist alles noch genau erhalten. Ob sie in 10 Jahren noch nachvollziehen können, wer an der Corona-Geschichte schuld war und wer da was verzappt hat und gefälscht hat, da bin ich mir nicht so sicher. Ach, du grüne Neune. Die Sonne kommt raus. Na los, da machen wir uns an den Strand. Jawohl, los geht's.